So, meine Lieben, wie immer, neues Video, neues Glück. Heute machen wir Brautnägel. Und zuerst habe ich die Hände desinfiziert, wie immer, habe mir meine Handschuhe angezogen, auch wie immer. Und jetzt bereite ich die Nägel vor. Das, wie ihr seht, wir haben die Tipps schön geklebt, schön angeglichen. Ich habe jetzt nicht ganz den Übergang gefeilt, weil wir ja auch noch Make-up-Gel und den Aufbau haben. Als nächstes mache ich jetzt eine Schicht, ein Phasengel drauf, einfach so als Kontaktschicht und dass die Nägel schon ein bisschen fester werden. Dann kommt der Aufbau, dann die Make-up-Schicht und dann kommt schon das Design. Ja. Ich nehme auch hier nicht wirklich allzu viel, weil wir die Nägel recht dünn, beziehungsweise nicht dünn, sondern recht kurz gehalten haben, da meine liebe Freundin ja auch noch Kinder zu versorgen hat. Und das sind so ganz elendiglich lange Nägel beim Kleinkind einfach nicht förderlich. Das wird nichts. Ja, das mache ich jetzt mal bei allen Nägeln. Und wenn wir soweit sind, einen Aufbau zu machen, hole ich euch wieder dazu. Meine Lieben, jetzt machen wir schon den Aufbau. Ich benutze dazu mal ein neues Gel und zwar das Nail Express Universal von Nail Express. Genau. Es ist leicht eingefärbt, wie ihr hier sehen könnt, ist aber ein etwas dickeres Aufbaugel. Das heißt, das dürfte nicht so schnell in die Ecken fließen. Und das probieren wir jetzt mal, wie sich das so im Auftragerverhalten macht. Aushärten tut das klar. So. Und ihr wisst, einen Aufbau, wie man den macht, brauche ich euch nicht beschreiben. Mache ich auch nicht, weil ich bin ja kein Profi und kein Lehrer. Da schaut ihr bitte andere Kanäle oder macht am besten eine Schulung. Wenn ihr euren Aufbau dann soweit habt, wie ihr zufrieden seid, dann lasst ihr das wieder aushärten. Und dann wird das schon befeilt. Und hier das Gel, muss ich sagen, macht sich ganz gut. Man kann es schön modellieren, wo es hingehört. Hat ein bisschen eine Blasenbildung, aber die hole ich mir jetzt gleich raus. Ja. Ja, und dann geht's weiter. Jetzt kommt der Finger erstmal in die Lampe. Aufbau haben wir befeilt und als nächstes kommt jetzt das Make-up-Gel drauf. Das trage ich jetzt als Fullcover auf und dann werden wir über die Smileline-Schablonen vielleicht die Smileline machen, ansonsten machen wir sie freihand. Ich benutze wie immer mein, Moment, hier ist er, da ist er, mein Jellyfin Full Cover Pinsel, der ist ja beim Auftragen immer ideal. Und das geht dann auch recht fix. So, und wenn wir das haben, seid ihr gleich wieder dabei beim nächsten Schritt. Haben wir überall das Make-up-Gel aufgetragen. Wir haben aber bloß eine dünne Schicht genommen, weil es sehr schön deckt. Jetzt buffern wir das Ganze ein bisschen an und dann tragen wir schon den ersten Teil vom Design auf. Da nehmen wir ein schönes Weiß. Ich habe mich dazu entschieden, die Smileline-Schablonen zu kleben. So sind wir einfach viel schneller fertig, als wenn ich jetzt hier jeden Finger einzeln malträtieren müsste. Und so ist es dann auch ein bisschen genauer und ebener, würde ich sagen. So, angeraut haben wir. Und jetzt gucken wir mal nach die Schablonen. Ich nehme die hier. Mal schauen. Ich werde sie halt ziemlich weit vorne ansetzen. Ja, noch ein bisschen nach vorne. Ja, so reicht das dann. Und das kleben wir jetzt an allen Fingern auf. Das Weiß trage ich in zwei Schichten auf. Das habe ich nämlich schon ausgetestet. Mit den zwei Schichten in jeweils zwei sehr dünnen Schichten. Da ist wenigstens die
Spitze vorne nicht übermäßig dick, weil es soll ja noch ein bisschen Design drauf. So. Ja, das machen wir jetzt erstmal und dann hole ich euch wieder zurück. Also jetzt nimmt es auf, wir machen das hier auf der Hand genau wie auf der linken Seite. Wir nehmen zuerst die French und jetzt kommt die Linie dazu. So, am Daumen noch. Achtung, ein bisschen locker lassen, ja. Wenn sie aus ist, kannst du raus. Ja. Ja. Dann arbeiten wir auch noch ein bisschen mit Mermaid-Pigment und zum Schluss machen wir ein Folien. Arbeiten wir mit Folie. So. So, als nächstes machen wir. Ja, wo ist jetzt mein. Ah, da ist mein Tipp. Machen wir jetzt am. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir hier. So rum. Am Mittelfinger. Ich versuche es mal irgendwie, aber das blendet so. Machen wir jetzt das Design. Da habe ich mir ein bisschen vom Julifine Nude Skin und vom Weiß die Farbe etwas aufgehellt. Und die kommt jetzt ganz dünn hier vorne drauf. Das soll nur ein ganz, ganz minimaler Farbabsatz sein. Das braucht man also nicht großartig zu sehen. Aber da kommt dann noch ein kleines Stamping drauf. Und das soll sich dann vom Weiß abheben. So, einmal an die Lampe. So, meine Lieben, das ist jetzt der Schluss. Wir haben jetzt alles aufgetragen, Versiegelung genommen und ein bisschen Öl für die Nagelhaut. Und ja, das ist das Endergebnis. Ich mache euch dann noch ein Foto mit der Großansicht. Wenn ihr zufrieden mit mir seid, gebt mir ein Like. Wenn nicht, hab ich halt Pech. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye, bye, eure Katrin.